Der Wein ist gelesen. Zehntausende Butten Trauben zu zehntausenden Liter Saft gepresst. Österreich ist ein Land des Weinbaus, ein Land der Brauereien. Ist es auch ein Land von Säufern? Die Statistik scheint es zu behaupten. Denn Österreich steht im Alkoholkonsum pro Kopf der Bevölkerung nach Frankreich, Italien und der Schweiz an vierter Stelle in ganz Europa. Das heißt, jeder Österreicher trinkt jährlich 88 Viertel Wein, 164 Krügel Bier und dazu noch 6 Liter Schnaps und Likör. Das sind rund 110 Liter alkoholische Getränke pro Österreicher jährlich. Wir trinken nicht nur, wenn wir fröhlich sein wollen, wenn wir gemütlich beisammensitzen. Wir trinken auch an unseren Arbeitsplätzen. Man mag über die vom Gesetzgeber gezogene Grenze von 0,8 Promille verschiedener Meinung sein. Fest steht, dass im ersten Vierteljahr nach Inkrafttreten dieser neuen Bestimmung die Alkoholdelikte schlagartig zurückgegangen sind. Wir sind der Meinung, dass dies nicht nur auf die 0,8 Promille Grenze, sondern auf die anfängliche Schockwirkung, auf die schärferen Strafbestimmungen und vor allem aber auf die intensivere Überwachung zurückzuführen ist. Alkoholismus ist die schwerste, heimtückischste und die alltäglichste Krankheit, die wir kennen. Sie ist so alltäglich geworden, dass ihre Symptome geradezu lächerlich wirken können. Und es ist deshalb so schwer, an unsere Kranken rechtzeitig heranzukommen. Nach Meinung der Wiener Fakultät ist Alkoholismus ein Symptom einer im zugrunde liegenden seelischen, geistigen oder körperlichen Erkrankung, an dessen Entstehung eine Reihe sozialer Faktoren, aber auch allgemeine Faktoren eine Rolle spielen. Ende 1944 wurde ich verschüttet und hatte eine leichte Hirnverletzung. In der Folgezeit kam ich in ein Lazarett, kam dann in die russische Kriegsgefangenschaft und von derselben 1946 zurückgekehrt, hatte ich, wenn ich bei der Ausübung meines Berufes war, ich arbeite als Betriebsingenieur, immer Schwierigkeiten beim Zeichnen, ein gewisses Tremo, die unsichere Hand, die Unsicherheit an und für sich, sei es beim Telefon, sei es bei Besprechungen. Und ich suchte nach einem Mittel, es müsste doch irgendetwas geben, um das dieser Sache Einhalt zu bieten. Und durch Zufall, wie es damals war, man ist es öfters zum Heurigen gegangen, und siehe da, beim zweiten, dritten Glas wurde auf einmal die Hand vollkommen ruhig. Das war für mich ein Alarm. Das heißt, ich, medizinisch nicht vorgebildet, sah plötzlich, ich habe meine Medizin entdeckt. Wie viel Bier trinken Sie am Tag? Na ja, das ist 8 Flascheln, 9 Flascheln, nicht? Ja, aber mehr nicht, glaube ich. Und meistens wann? Wann? Unter der Arbeitszeit. Unter der Arbeitszeit. Heute nicht, bitte. Ich bin in Urlaub, ja. Nicht, aber sonst trinke ich schon in der Arbeit. Ich trinke 2 Liter Wein im Tag. 2 Liter Wein? Ja. Bier auch noch dazu? Nur 1 Liter. Ja. Na, werden Sie da nicht müde? Nein, weil ich arbeite mich aus. Was sind Sie vom Beruf? Fleischer. Selbstständigkeit und Verantwortungsgefühl gehören hier zur Therapie. Die Kranken verrichten notwendige Arbeiten. Einer von ihnen ist sogar Portier. Die Patienten haben eine Bibliothek und benutzen sie auch fleißig. Sie vertreiben sich ihre Freizeit mit dem selbstgeschnitzten Schach und zurzeit bauen sie an ihrem eigenen Minigolfplatz im Park des Heimes. Für wen ist dieses Heim eigentlich gedacht, Herr Doktor? Wir haben ursprünglich gedacht, in dieser Anstalt nur beginnende Alkoholkranke aufzunehmen, nicht wahr? Es hat sich mit der Zeit herausgestellt, dass auch chronische Fälle oft recht zu einem günstigen Ergebnis führen können. Wir haben daher Fälle sehr verschiedener Art, Jugendliche mit beginnendem Alkoholismus, auch ältere Patienten mit schon chronischem Alkoholismus. Früher waren die älteren Jahrgänge unter den Alkoholkranken wesentlich häufiger anzutreffen, leider Gottes zeigt sich immer mehr die eindeutigen Zahlen nachweisbare Tendenz, dass jüngere Patientengruppen vom Alkoholismus befallen werden, sodass man sagen kann, dass heute die Bevölkerung im besten Lebensalter oft am häufigsten von der Alkoholkrankheit befallen wird.
die Anzahl der Alkoholkranken, die in die verschiedenen psychiatrischen Institutionen eingeliefert werden, nimmt in den letzten Jahren erschreckend zu. Der Alkoholmissbrauch nimmt immer größeren Umfang an. Es werden daher auch Schädigungen und Schäden immer zahlreicher und sind ein großes Unglück für das österreichische Volk.